Ben, wie geht es euch? Ja, jetzt mal wieder die Edith. Und ja, ich hoffe, dass ihr mein letztes Video gesehen habt über die Rolle der Frau in der Bibel. Und nicht nur die Rolle der Frau, sondern auch einfach, dass wir den Geist Gottes erkennen können. Ich habe wenig gesagt, wie man den Geist Gottes erkennen kann, aber ich habe auf jeden Fall gesagt, dass man einfach die Bibel kennen muss, alles kennen muss und nicht nur, dass man jetzt irgendwelche Verse herauszieht, sondern dass man einfach die ganze Bibel kennt. Und besonders, ja, Paulus, der ja auch oft angegriffen wird, ja, besonders deswegen, weil er halt manchmal solche komischen Dinge gesagt hat über Frauen. Aber wie gesagt, man muss wirklich alles verstehen, was der Heilige Geist dem Paulus gesagt hat. Und dann müssen wir halt wissen, wie gesagt, was ist der Geist oder der Glaube, die Lehre vom Heiligen Geist? Was ist der Geist Gottes? Das müssen wir wissen. Und Paulus hatte den Heiligen Geist und Paulus wurde von dem Heiligen Geist Instruktionen gegeben über die Gemeinde, wie die Gemeinde Gottes, also die Gemeinde, der Tempel Gottes funktionieren soll. Wir haben ja Tempel Gottes, ja, das hat ja Jesus Christus, hat ja den Tempel oder baut jetzt den Tempel Gottes. Oder was wir auch nennen Ekklesia, also die Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde sind alle Gläubigen. Die Kirche, ja, das ist übersetzt mit Kirche, Ekklesia. Und das ist, hat nichts mit einem Gebäude zu tun, sondern das sind alle Gläubigen, die halt Jesus Christus wirklich angenommen haben und den Heiligen Geist haben. Leute, es ist nicht nur, dass ihr Jesus Christus annimmt, sondern den Heiligen Geist habt. Wenn ihr den Heiligen Geist habt, habt ihr auch irgendeine Gabe vom Heiligen Geist, ja? Oder auch vielleicht mehrere. Aber auf jeden Fall einen Geist ganz bestimmt. Dann kennt ihr auch den Geist Gottes, den Geist von Jesu, ja? Aber ihr müsst das auch wirklich lernen. Ihr müsst die Bibel lesen und den Geist Gottes lernen. Vom Alten Testament her wissen wir den Geist Gottes nicht so wunderbar, ja? Weil, ich habe ja schon gesagt, die Schreiber haben sehr viel hereingebracht von ihren eigenen Einstellungen, ja, und Meinungen. Und deswegen musste ja Jesus Christus kommen, um uns zu zeigen, wer Gott wirklich ist. Weil wenn wir vom Alten Testament her denken, wir haben da einen rachsüchtigen Gott, ja, und ja, einen blutigen Kriegsgott. Und das ist aber nicht der Fall. Wenn wir Jesus Christus sehen, dann wissen wir, dass das nicht der Fall ist. Naja, gut, Jesus Christus ist auch nicht total Friede, Freude, Eierkuchen, sondern ist natürlich auch Krieger. Und er wird sehr bald auch Krieg führen mit den Ungläubigen und mit seinen Feinden. Ja, natürlich. Es ist halt einfach so. Aber Gott ist auch vor allem halt Liebe. Er liebt seine Kreatur, er liebt seine Menschen. Und er wollte von Anfang an, dass wir mit ihm wieder ein Verhältnis haben, das ja zerstört wurde durch den Sündenfall. Ich habe ja gesagt, ich glaube schon, dass da irgendwas passiert ist an der DNA, dass wir da halt einfach nicht mehr die Verbindung, irgendwas, ich kann es nicht 100% sagen, aber vielleicht DNA, dass wir eben diese Verbindung mit Gott verloren haben. Und diese Verbindung, Jesus hat gesagt, wir müssen neu geboren werden. Ja, das heißt, wir müssen wieder mit Gott verbunden werden. Und wie das passiert, ist natürlich auch fast ein Geheimnis. Aber eins wissen wir, dass wir den Plan
von Gott, von Jesus nachfolgen müssen, sonst haben wir nicht den Heiligen Geist. Wir müssen mit ihm verbunden sein. Wenn wir nicht mit ihm verbunden sind, bringen wir keine Früchte. Verbunden heißt, ich werde ihm folgen. Ich werde seinem Plan folgen. Ja, seinem Plan. Und nicht meinen Plänen, nicht dem Plan von Satan. Und deswegen müssen wir wissen, was ist der Plan von Gott? Was ist die Einstellung von Gott? Was ist der Geist Gottes? Ja? Und Paulus wurde halt diese Instruktion gegeben, wie eben da die Gemeinde funktionieren soll. Gemeinde wiederum, die Zusammenkunft von den Heiligen. Heiligen sind die Leute, die mit dem Heiligen Geist verbunden sind. Ja, also das sind alles solche Sachen, die man, wenn man Paulus kennt, dann weiß man das. Und heute will ich, habe ja das schon angesprochen das letzte Mal, dass man versteht, was der Plan Gottes ist, und der Plan Jesu. Ja, Kapitel 12, ich habe ja schon gesagt, Kapitel 14 sollt ihr lesen, wie man diese Gaben anbringen soll in der Gemeinde. Und hier in 12 steht eindeutig auch wieder 1. Korinther 12 steht eindeutig geschrieben über diese Geistesgaben und wie halt die Brüder und Schwestern ihre Geistesgaben oder was für Geistesgaben sie haben. Ja? Und steht eindeutig, ihr müsst es alles lesen, ihr müsst alles lesen von Paulus, damit ihr allgemein versteht den Geist von Paulus und den Geist eigentlich, den er von Gott bekommen hat. Ja? Und dann wisst ihr auch, wenn solche Dinge reinkommen, die Frauen sollen schweigen, dass das nicht stimmen kann. Es passt da nämlich gar nicht rein. Natürlich, wenn man das einfach so rausmacht und die Leute kennen sich da nicht aus. Ja, aber da steht's doch. Ja? Oder im 1. Timotheus 2, wir lesen das und wir kennen sonst nichts, dann sagen wir, was soll das? Okay, dann fangen wir mal an mit 1. Korinther 12. Und da steht natürlich auch wieder was, ja, nicht so gut übersetzt ist. Dann sagt man, ja, da sind keine Fehler in der Übersetzung. Ja, natürlich sind da Fehler. Ja, natürlich sind Fehler drin. Und wir müssen immer zum Urtext gehen, wenn wir denken, da stimmt was nicht. Ja, und ich sage euch gleich, warum das nicht stimmt, ja? Wiederum, ja, ich habe gesagt, das steht in der Apostelgeschichte, steht es drin, eine Offenbarung, dass die Töchter und die Söhne den Heiligen Geist empfangen. Die Töchter und die Söhne, ja? Und hier steht nun 12, über die Geisteswirkungen, aber ihr Brüder will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Das ist der Schlachter 2000. Ja, dies ist eine, ja, man denkt eigentlich eine neuere Übersetzung, aber in Wirklichkeit denke ich halt schon, dass diese Übersetzer wirklich nicht in den Urtext gegangen sind. Ich kenne andere Übersetzungen, da steht eindeutig, dass eben hier das Wort, wo Brüder übersetzt wurde, ein allgemeines Wort ist, das also nichts mit Gender zu tun hat. Und dass eigentlich das Wort übersetzt werden sollte mit Brüdern und Schwestern. Warum Brüdern und Schwestern? Weil Paulus Brüder und Schwestern angesprochen hat, nicht nur die Brüder. Wir wissen das, dass Paulus oft die Schwestern auch angeredet hat. Und er weiß, wir sehen das jetzt da gleich, beide, die Brüder und die Schwestern, haben ja den Heiligen Geist und sind Teil von der Gemeinde, nicht nur die Brüder, Leute. Ja? Das ist eine falsche Übersetzung. Geht zum Urtext, wenn man das nicht glaubt, und guckt, was für ein Wort das ist, und macht eine Forschung über das Wort. Das kann ich nur euch wirklich raten. Also, steht da über die Geisteswirkungen, aber ihr Brüdern und Schwestern will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Warum ist es wichtig, dass wir wissen, dass die Brüder und Schwestern angesprochen sind? Weil nämlich jetzt die folgenden Dinge
stimmen für die Brüder und die Schwestern, nicht nur für die Brüder. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreisen ließen zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Ja, Götzen. Ihr habt Götzen gedient. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht oder verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben oder Geistesgaben. Doch es ist derselbe Geist. Er hat sie ja Gnadengaben genannt, das heißt Geistesgaben. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Und das ist wichtig zu wissen. Wer wirkt das? Wir? Nein, wir tun gar nichts. Ja? Wenn wir den Heiligen Geist haben, dann wirkt der Heilige Geist durch uns. Und deswegen können wir uns, was Paulus auch schon vorher gesagt hat in anderen Schriften, können wir uns nicht rühmen. Ja? Weil die Werke, die wir bringen im Heiligen Geist, sind ja eh vom Heiligen Geist. Ja? Also rühmen wir uns nicht. Niemand ist höher wie der andere. Ich kann nicht sagen, hallo, ich bin besser wie du. Nein, es kommt ja eh von dem gleichen Geist, vom gleichen Gott. Ja? Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis, gemäß demselben Geist. Hör zu, wenn jemand das Wort der Weisheit gegeben wird oder der Erkenntnis und er diese nicht teilt, was hilft das dann? Ja? Was hilft das? Das heißt, einer Schwester wurde das Wort der Weisheit gegeben, einer Schwester wurde das Wort der Erkenntnis gegeben. Was hilft das, wenn sie es nicht teilen kann und wenn sie den Mund halten muss? Deswegen, wenn er dann in 14,34 sagt, die Frauen sollen schweigen, macht das gar keinen Sinn. Außer natürlich, wenn man drauf pocht, dass das nur an die Brüder geschrieben wurde und nur die Brüder den Geist Gottes haben. Ja? Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben, der Heilung in demselben Geist. Kann sie heilen, ohne ihren Mund aufzumachen? Einem anderen Wirken von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geist zu unterscheiden, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Art von Sprachen, einem anderen Geister zu unterscheiden. Geister zu unterscheiden, das heißt, ich kann unterscheiden zwischen dem Geist Gottes und dem Geist Satan. Oder dass da Dämonen sind, die jemand was ins Ohr flüstern. Das ist Geisterunterscheidung. Ja? Ich kann also erkennen die falschen Lehrern. Und diese Gabe denke ich, dass ich habe. Ja? Geisterunterscheidung. Ich kann unterscheiden, der Herr hat mir das gegeben, ich kann das nicht. Der Heilige Geist hat mir das gegeben, diese Gabe. Dass ich sehen kann ganz genau, das sind falsche Lehrer. Ja, die haben nicht den Geist Gottes. Und von dem habe ich ja jetzt in der ganzen Zeit geredet. Dass wenn wir den Heiligen Geist haben, wir müssen beten, dass der Heilige Geist uns unsere Augen öffnet. Da wird wir das einfach sehen. Dieser Geist von Gott und der Geist von dem Widersacher. Ja, und andere verschiedene Arten von Sprachen. Das ist Zungenreden. Und einem anderen die Auslegung der Sprachen. Ohne Auslegung soll niemand in der Öffentlichkeit Zungen reden. Ja, das sagt er dann später auch. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteil wird, wie er will. Leute, jedem. Ja, nicht den Brüdern nur, den Brüdern. Deswegen ist das da oben total blöd. Das ist falsch übersetzt. Ja?
ist falsch übersetzt. Das stimmt nicht. Das sind, Paulus hat die Brüder und Schwestern angesprochen. Ja? Und wenn das jemand dann einfach sagt, naja, aber das, so steht es da, ja, dann müsst ihr halt das auch forschen. Ja? Dann geht er weiter. Dann redet er nämlich jetzt vom Leib. Ja? Vom Körper Jesu. Jesus ist was? Der Kopf, das sehen wir jetzt hier. Und ich bin jetzt in Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Wir sind der Leib Christi. Ja? Das ist der Kopf. Natürlich wieder symbolisch. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einem Leib hineingetauft worden. Alle. Die Brüder und die Schwestern. Ob wir Juden sind, und hier sagt er das genau, ob wir Juden sind, Griechen, Knechte, Freie, und wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist. Und Leute, in einer anderen Stelle im Galaterbrief, sagt er halt auch, ob wir Frauen oder Männer sind. Wir sind alle eins. Das könnt ihr dann auch dazu lesen im Galater. Ja? Da schreibt er nämlich das. Da schreibt er nicht nur Griechen, Juden und Griechen und Knechte und Freien, da sagt er dann auch Frauen und Männer. Ja? Wir sind alle eins in einem Geist. Siehst du, da müssen wir halt wieder die ganze Bibel kennen. Und nicht nur ein Teil. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehöre deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn der ganze Leib Auge wäre, so bliebe das, wo bliebe das Gehör? Und wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe das der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder jedes Einzelnen von ihnen so im Leibe eingeführt, wie er es gewollt hat. Wenn aber alle ein Glied wären, wo bleibt dann der Leib? Ja? Nun aber gibt es zwar viele Glieder durch nur einen Leib, und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für einiger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre, und unsere weniger anständig erhaltenen, ich muss es nochmal lesen, und die Glieder am Leibe, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre, und unsere weniger anständigen erhalten umso größer Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Das ist wieder so ein blöder Ausdruck. Deswegen lese ich Schlachter 2000 auch nicht sehr gerne. Weil das versteht kein Mensch. Ja? Wie soll das irgendwann ein Mensch verstehen? Ja? Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, und da das ist dann halt, ja? Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab. Ja? Damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Ja, warum sagt er denn nicht gleich, dass alle gleichberechtigt sind? Ja, es gibt keinen Unterschied zwischen dem kleinen Finger und dem Herz. Sie sind alle wichtig. Ja, und sie müssen alle zusammenarbeiten. Und so ist es halt eben auch mit den Männern und den Frauen. Es gibt keinen Unterschied. Sie müssen zusammenarbeiten. Sie sind Partner in einem Körper, und der Körper muss funktionieren. Und ohne den kleinen Finger funktioniert der Körper auch nicht gut. Ja? Und ohne, was weiß ich was, die Nase oder die Ohren.
Ja, und genau das versucht er halt hier jetzt zu sagen. Aber vielleicht sind die Übersetzungen halt etwas alt. Ja? Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Das heißt, der Heilige Geist gibt jedem diese Gabe, dass er ein Teil vom Körper wird, dass er den Körper dienen kann. Und das ist das große Ding, das Dienen. Wir sollen mit unseren Gaben dem Körper dienen. Wir haben wegen unseren Gaben nicht die Autorität über einen anderen. Ja? Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. Lehrer, Leute, ja, jetzt hört zu. Die Frauen sind auch Lehrer, Propheten, Apostel, sodann Wunderkräfte, den Gnadengaben der Heilung, Hilfeleistung, Leitung, verschiedene Sprachen. Das sind alles Gaben des Geistes und die sind ausgegossen, egal ob Mann oder Frau. Ja? Sind alle, dann sagt er weiter, sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind etwa alle Lehrer, haben wir alle die Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilung, reden alle in Sprachen, können alle auslegen, ja? Strebt aber eifrig nach den vorzüglichen Gnadengaben. Und ich will euch einen noch weiteren trefflichen Weg zeigen. Und dann geht er in 13. Und was ist das? Wer weiß das? Von was redet er in Kapitel 13 dann? Was ist die größte Gabe? Ja? Das ist die Liebe. Die Liebe. Was tue ich, wenn ich eine Gabe habe, die von allen geehrt wird, aber ich habe keine Liebe? Wenn ich rede mit Engelszungen, sagt er dann, aber ich habe keine Liebe. Ja? Weil Liebe ist das Wichtigste in der Gemeinde. Das Allerwichtigste, Leute. Alle diese Gaben sind uns gegeben, um der Gemeinde zu dienen. Das heißt, den Menschen, ja, den Heiligen zu dienen. Nicht, damit ich ihnen eine über den Kopf schlage damit. Ja, ich bin ja besser wie du, weil ich ja die Gabe, was weiß ich, der Zungenreden habe, oder ich habe die Gabe der Prophezeiung, oder ich habe die Gabe, Geister zu unterscheiden. Ja, und dann bin ich ja viel besser wie ihr. Nein, jeder hat eine Gabe. Und jede Gabe ist wichtig, ja, und nötig im Körper. Und deswegen, wenn er dann solchen Käse sagt, oder es sagt ja nicht der Paulus, also ich glaube nicht, dass das der Paulus gesagt hat, dass er das allgemein gesagt hat, die Frauen sollen schweigen, das glaube ich schon erstens mal gar nicht. Und auch das mit Timotheus, da muss man das anschauen und mehr wissen, wir haben nicht mehr die Information, warum jetzt Paulus das geschrieben hat, wenn er es überhaupt geschrieben hat. Ja? Und ich rede jetzt von 1. Timotheus 2. Warum hat da des Paulus geschrieben, dass die Frauen nicht unterrichten dürfen, ja, lehren dürfen? War es einfach, weil die damaligen Frauen noch nicht ausgebildet waren? Ja, kann ja sein. Aber wir müssen uns das überlegen, damit wir nicht stecken bleiben und damit besonders nicht diese falschen Lehrer kommen. Ja? Und diese Verse benutzen, um uns totzuschlagen, ja, um uns mundtot zu machen, ja, weil die machen uns ja die Frauen mundtot. Sie machen nicht nur die Frauen mundtot, sie machen den Heiligen Geist mundtot, ja. Wenn der Heilige Geist nicht durch 50% der Frauen reden darf, dann macht er ja den Heiligen Geist zu 50% mundtot. Oder denkt ihr vielleicht, hat dann redet der Heilige Geist mehr durch die Männer, ja? Nein, nein, wenn die Männer das zulassen, ja, dann passiert es halt nicht, dann kriegen sie halt nicht die Informationen, die sie brauchen. Dann haben sie ja auch eh nicht, diese Männer so und so nicht den Heiligen Geist. Oder die Frauen. Ja, es ist einfach, es ist einfach so. Okay, dann will ich aber jetzt ganz schnell noch zu Matthäus gehen.
Das habe ich das letzte Mal vergessen. Weil da steht nämlich eindeutig von Jesus, ja, Matthäus 20, wie der Körper funktionieren soll. Und das kommt von Jesus. Kommt von Jesus, meine Lieben. Ja. Das steht in 25, also Matthäus 20, 25. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja? Jesus hat sich auch nicht geprahlt in der Gemeinde als, ja, und ihr macht jetzt, was ich sage und ich habe Autorität, obwohl er ja der Kopf ist und eigentlich Autorität hätte. Aber er hat gezeigt, uns gezeigt, was wir zu tun haben, und das ist zu dienen. Uns gegenseitig zu dienen und nicht den anderen zu drücken. Ja, nicht den anderen zu drücken. Wenn ich den Heiligen Geist habe, wenn ich Geister unterscheiden kann oder wenn ich überhaupt den Heiligen Geist habe, dann muss ich sehen, was ist der Geist von Gott und was ist der Geist von einem Dämon oder von Satan. Der falsche Geist. Ja? Da muss ich unterscheiden können. Und wenn ich dann Dinge sehe in der Bibel, die nicht stimmen, dann müssen normalerweise die Glocken bimmeln, ja? Und sagen, da stimmt was nicht. Zum Schluss will ich noch ein Beispiel sagen, was Satan sehr gerne macht. Satan benutzt sehr gerne die Bibel, um uns zu zerstören, um uns zu verführen. Das hat er mit Jesus gemacht. Ihr wisst, Jesus wurde verführt von Satan nach seiner Taufe, also am Anfang von seiner Mission. Da hat ihn der Teufel verführt. Ihr könnt das selber anschauen. Ich weiß gar nicht mehr, wo es ist. Schaut es selber an. Guckt es selber nach, Lukas oder sonst irgendwo. Ja, wo dann der Teufel, wo Jesus Christus ging, in die Wildnis und hat da, glaube ich, gefastet. Und dann kam der Teufel und hat ihn versucht. Und schaut euch mal das an, mit was hat er ihn versucht? Er hat ihn mit Bibelstellen versucht. Ja, Bibelstellen. Er hat Bibelstellen rausgesagt und guckt er mal das an und das sagt Gott. Und was hat Jesus gesagt? Halt mal. Das sagt Gott. Ja? Das sagt Gott. Ja? Oder da gehe ich danach. Das heißt, er hat unterschieden, was für ihn wichtig war. Jesus hat das getan. Natürlich sagen jetzt die Leute, ja, aber der ist halt natürlich Jesus, er weiß das. Nein, wenn wir den Geist Gottes haben, dann können wir unterscheiden, ja, was wichtig ist. Ja? Was wichtig ist. Ich gebe euch nochmal ein Beispiel. Das könnt ihr vielleicht auch untersuchen. Das ist jetzt etwas, was ich ganz schnell hier rausbringe. Und ihr untersucht das selber. Und zwar müsst ihr selber eben diese Stille finden. Es ist entweder in 1. Samuel oder ist es in Königin oder Chronik, in der Chronik. Und zwar könnt ihr das nachschlagen. Und zwar, als Gott dem David gesagt hat, das könnt ihr reingeben, ein Nachkomme von dir wird den Tempel bauen. Und das könnt ihr reingeben, das kommt dann ganz bestimmt, da kommt die Stelle raus, wo es ist. Zwei Stellen. Es gibt an zwei verschiedenen Stellen. Ja? Und da wurde David gesagt, dass ein Nachkomme von ihm, und ihr müsst alles lesen, den Tempel bauen wird. Er wird dann ein Sohn sein von Gott. Und David hat gemeint, das wäre Salomon. Ja? Er hat es weiter gemacht, das hat er geglaubt.
Und hat dann daraufhin hat er halt geholfen, alle Sachen vorzubereiten, damit Salomon erstens mal König wurde und auch, dass Salomon den Tempel gebaut hat. Ja, aber wenn wir das wirklich lesen und den Heiligen Geist haben, dann wissen wir, dass hier David falsch war. Er hat das nicht verstanden. Das wurde ihm von dem Jonathan oder Nathan gegeben, ja, dem Prophet. Und sogar der Prophet hat es nicht gewusst. Dem wurde das nicht klar, dass der David hier das falsch verstand. Ja? Der David hat es nicht verstanden und Gott hat es aber auch nicht korrigiert. Genauso wie er das den Leuten erlaubt hat, dass sie einen König haben, also den Israeliten, was ja Gott nicht wollte, aber er hat es erlaubt, weil sie ja doch nicht das gecheckt haben. Ja, sie waren ja verbohrt und aber David war genauso verbohrt. Ja, obwohl er ein Mann von Gott war, hat er das nicht verstanden. Und natürlich später haben die Leute das trotzdem geglaubt. Aber ja, der hat doch gesagt zu David, er soll einen Tempel bauen oder Salomon soll den Tempel bauen. Ja, und wenn wir das wirklich anschauen, sehen wir wirklich, sollten wir eigentlich sehen, dass er damit den Messias gemeint hat. Ja, der später kommt, ein Nachkomme von David, der den Tempel bauen wird, den wahren Tempel. Und weil das David nicht richtig verstanden hat, Leute, wir lesen das ja, das ist ja in der Bibel, hallo, ist in der Bibel, ja, aber er hat es nicht richtig verstanden und deswegen haben das alle anderen genauso falsch ausgelegt, ja, oder viele anderen genauso ausgelegt, falsch ausgelegt. Deswegen müssen wir da aufpassen, was in der Bibel beschrieben wird, ja, weil nämlich die Bibel, in der Bibel, die Leute, die da vorkommen und auch die Leute, die die Bibel schreiben, sind ja auch nur Menschen. Ja, sind ja auch nur Menschen, die haben auch einen freien Willen und sie sehen nicht alles. Das müssen wir wissen, wenn wir die Bibel lesen. Ich kann alles Mögliche aus der Bibel herausziehen und darauf meine Theologie bauen. Aber das können wir nicht, weil wir die Bibel in allem sehen müssen. Ja, das ganze Kontext ist der ganze, die ganze Bibel ist das Kontext, der Kontext. Und da so müssen wir das sehen. Nie dürfen wir irgendwelche Stellen heraussehen. Ich mache das auch, aber ich möchte halt auch, dass ihr dann geht und das nachforscht. Weil anders geht es halt nicht. Aber ich komme jetzt zum Ende. Leute, studiert das. Ja? Nimm das nicht einfach so hin, weil ich jetzt das gesagt habe. Wenn ihr die Briefe von Paulus nicht kennt, liest die Briefe. Ja, und dann geht zurück und liest die Gospels, also die Evangelien. Ja, da ist so viel, wo man lernen muss. Ich habe mich halt jetzt konzentriert auf Endzeit. Aber Leute, wenn wir nicht den Heiligen Geist haben, ihr wisst es ganz genau, werden wir nicht in die Entrückung kommen. Da könnt ihr noch so viel hören, wann die Entrückung kommt. Was wollt ihr denn machen? Wollt ihr euch an die wirklichen Gläubigen hängen? Das geht ja nicht. Ja? Aber ihr müsst wirklich den Heiligen Geist haben. Und ihr müsst wirklich mit Jesus Christus verbunden sein. Wie gesagt, das ist eine neue Geburt, durch was wir gehen. Ja? Vielleicht eben hat das eben was damit zu tun. Ja, schon mit einer DNA. Ich weiß es nicht, ob es biologische Änderung von DNA oder einfach die spirituelle, also die geistige Änderung. Es gibt ja auch eine geistige Ebene in deinem Körper, ja? Und dass da irgendwas geändert wird in der geistigen DNA. Keine Ahnung. Wir kennen ja so wenige, so wenig, ja? Sehr viel tiefer. Deswegen sage ich immer, diese flache Erde, das ist total eine primitive Anschauung über die Schöpfung von Gottes. Sehr primitiv. Die Schöpfung ist viel komplexer. Genauso wie der Mensch
das Biologische viel komplexer ist. Das gibt viele Dinge, die wir ja gar nicht verstehen. Ja, noch gar nicht, noch überhaupt nicht verstehen. Ja, aber über unseren Körper, über die Energie von unserem Körper, ja, der Geist Gottes, können wir den Geist Gottes verstehen? Was soll denn das sein? Ja? Oder auch der Geist des Menschen. So viel verstehen wir natürlich nicht. Und dann sagen sie immer, ja, es steht in der Bibel. Ja, aber alles steht nicht in der Bibel, Leute. Steht nicht alles in der Bibel. Es steht nur Grundsachen. Ja, Grunddinge in der Bibel, genügend, damit wir halt wissen, wir müssen dem Schöpfer nachfolgen. Und wir können den Schöpfer nicht leugnen, wir dürfen den Schöpfer nicht leugnen. Es hilft uns gar nichts, wenn wir nämlich gar nichts sind. Ja? Es gibt da einen Mann, ich habe den, ich muss es vielleicht jetzt gerade noch schnell dazu sagen, diesen Horari. Ich habe den, ich glaube Harari oder Horari, Horari, Harari. Habe ich schon mal erwähnt, ja, der ja Gott unheimlich, ich sage nicht leugnet, aber er setzt ihn herunter, ja, als wenn Gott Fehler gemacht hat, als kann er besser sein wie Gott. Das haben wir heute, dieser Geist, der Geist kommt nur von Satan. Ich denke halt schon, dass dieser Mensch wirklich besessen ist von Nephilims, ja, oder was weiß ich was, weil sonst könnte er nicht so reden. Und da müssen wir überlegen, was ist der Geist Gottes und was ist der Geist von Satan. Wir müssen den Geist von Satan kennen. Was ist der Plan von Satan? Ja, und dass dieser Geist, dieser Satan, dieser Plan, dass er das jetzt schon 6000 Jahre durchgeführt hat. Nicht nur 2000 Jahre, sondern 6000 Jahre. Aber ich komme zum Ende, sonst wird mein Video wieder viel zu lange. Aber ja, solche Dinge müssen wir überlegen, weil sonst kommen wir nicht in die Entrückung. Sonst sind wir nicht verbunden mit Gott, mit dem Heiligen Geist, mit Jesus. Also, lasst den Heiligen Geist euch immer leiten.